Servus Leute, zurück zu Let's Play Darkest Dungeon 2. Wir haben das letzte Mal das Tutorial geschafft und unsere erste Reise überlebt. Und jetzt, nachdem wir die ersten 5 Kerzen ausgegeben haben, wird's Zeit. Genau, die ersten 5 Kerzen ausgegeben, wird es Zeit, eine neue Reise zu beginnen. Los geht's durch die Finsternis. Die Fackel muss leuchten. The house on the borderlands, half swallowed by the stain. Schließe deine Beichte ab. Leugnung. The shackles of denial must be destroyed. We will see, we will see. I remember our first meeting on the steps of the university. A collegial handshake. That would doom us both. Your insightful questions during my lectures gave me pause. And I recognized in you something of a kindred spirit. Despite our differences in age and position, we shared a keen fascination for archaeology, folklore, and, of course, occultism. The crossroads, a beacon for the broken and the battered. Okay, das war anscheinend unsere kurze Beschreibung der Story. More devastating than the horrors of 100 campaigns. Die unüblichen Verdächtigen. Wir können mal die unüblichen Verdächtigen spielen, also in der Kombination. Weil ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn er immer nach vorne und dann kann er nach vorne, genau. Theoretisch können die sich immer abwechseln. In der Theorie. Die Fähigkeiten müssten halt verbessert werden, damit sie lange die Buffs länger halten und so ein Zeug. This was a beautiful place once. Halt! What a pity. Stopp! Ich will erst gucken, was für Equipment und so. Wir haben ja zum Beispiel das da. Was ist das jetzt? Spott. Ah, dann. Na, Spott, das ist dann etwas für dich. Verwundbar. Nicht so gut. Was ist das Schwertzeichen? Stärke. Was ist das? Gewährt Stärke. Hört sich nach einem Gegenstand an für dich. Mehr haben wir gerade nicht. Wir haben noch das da, können wir aber noch nicht anmontieren. Wir haben das da. Ja, bringt auch noch nichts. Also weiter geht's. Reise, Reise. The winds whip more harshly on the far side of the brook. Eine Barrikade. Denial is giving way. Okay, 4 von diesen untoten Viechern. Na gut. Ah, ich erinnere mich noch, wie ich die alle gut gebufft habe mit Gegenständen, dass sie stark wurden. Jetzt ist es halt nicht mehr so. Und wenn ich sie nicht dauerhaft buffen kann, dann ist es generell traurig. Tage ins Gesicht. Defense! Repoussé fehlt ihm. Das kriegt er bestimmt später noch. Fechtschritt. Schlitz! Aha, Gegenschlag. Blendgas. Eieiei, der kassiert aber ganz schön.
Moment, was ist das dort unten für ein Balken? A promising development. So, hi Mama. Der hat Spott. So muss es sein. Wir müssen halt diese Haufen auch zerstören, theoretisch. Mist, der müsste auch resistent sein. Wenn man einmal Gift bekommen hat, dann ist man eigentlich erstmal immun. Irgendwie ist es gerade nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Du solltest eigentlich wieder nach vorne jumpen. Wobei! Müssen wir schön. Measure out your violence and apply it judiciously. Bam! Die Heilung ist irgendwie nicht so gut, wie ich sie früher in Erinnerung hatte. Die war mal schon besser. A petty hindrance. Und weg mit dir! Ah, Moment, Combo-Token. Sind eine besondere Tokenart. Viele Fähigkeiten von den Monstern haben Spezialeffekte nur ausgenommen, wenn dieses Ziel mit dem Combo-Token belegt ist. Ist immer schädlich für sein Ziel. Er ist angreifbar für Fähigkeiten mit hohem Schaden und störenden Effekten. Kombo-Token soll so eingesetzt werden, wie es den Namen suggeriert. Erzeuge eins mit einem Helden und sonst dann mit einem anderen. Okay. Was ist Meisterschaftspunkt haben wir bekommen? Um Heldenfähigkeiten zu verbessern. Oh, das ist wichtig. Meisterschaft verdienst du dir durch Siege im Kampf mit einem Punkt. Kannst du deine Heldenfähigkeit verbessern, sobald du den Gasthof erreichst? Ja, das ist wichtig. Geringe Herzens. Währung und ein Relikt. Rest and resupply await you. Extra Crit. Das hätte ich gerne bei ihr. Relikte sind in diesem Land die am häufigsten. Mit ihnen kannst du die meisten Vorräte kaufen. Relikte erhältst du primär als Beute bei Kämpfen. Und Schmuckstücke kannst du durch Accessoires von Händlern bezahlen. Kaufst du Accessoires von Händlern, bezahlst den Wagenmacher für Reparatur der Kutsche. Sehen in jeder Region anders aus und pflegen unterschiedliche Inventarplätze. Sind aber gleich viel wert. Wie kann ich. Ah, wenn es unter 50% ist. Also die Fähigkeit muss ich auf jeden Fall verbessern. Wenn denn möglich. Selbst, das ist die Verbesserung. Naja. Ich brauche geile Heilfähigkeiten, weil so wird es nichts. Da ist der erste Gasthof. Lass die Flamme niemals erlöschen. Neben dem Kutscher befindet sich die Flamme der letzten Hoffnung der Quelle der Welt. Das fährt allmählich nah, wird aber gestärkt, wenn du Hilfesuchende unterstützt. Je trüber das Licht, desto schwieriger wird es für die Gruppe. Na gut, bisher gibt es keine Hilfesuchenden. The Roaring Heart does much for the weary body. Even more, perhaps, for the restless soul. Ja, zwei Kerzen allein schon dafür. Naja. So, jetzt sehen wir neue Sachen. Meisterlehre. Learn what can be taught, that you may stand just a little taller at the end. Ja, selbst. Was ist jetzt das für. Das ist
Betäubung und benommen. Mhm. Wie macht man nochmal solche Tokens? Das ist ziemlich... Das ist, glaube ich, ziemlich mächtig. Das macht gut mehr Damage. Oh, das... Ignoriere Ziel. Um Gott, das zu lesen. Moment, es ignoriert Ausweichen, ignoriert das. Das Ziel wird sozusagen anfällig für eine Combo-Attacke. Und das und das entfernt. Und die Verbesserung wäre, Ausweichen wird 2 Runden nicht möglich. Aha. Ich finde es kompliziert zu lesen, muss ich zugeben. Aber das ist eine Gewöhnungssache. Uff, das ist ein Damage-Buff. Ah, das ist auch nicht schlecht. Ah, das sind halt alles so Heilfähigkeiten, die heilen. Moment. Halt. Ausweichen plus ist die Steigerung hier von Absinth. Aber nur wenn die LP unter 25% sind. Das ist ja bitter. Oder schwierig. Schwierig zu lesen alles. Du. Starkes Gift. Ja, der Giftanschlag war schon immer nicht schlecht. Ah, das hat den Effekt, glaube ich, gebracht. Ah, Blendgas ist... eine meiner Lieblingsfähigkeiten, würde ich mal behaupten. Ich glaube, ich mache sie erstmal, Max. Die Pestdoktorin. Was ist das? Blocken plus. Was bedeutet Blocken plus? Ah, ah, sehr gut. Ich kann das alles auch sehen, was, wenn ich da drauf gehe. Hm. Okay, da gibt es viele Fähigkeiten. Das muss man alles studieren. Ja, der Def. Also erstmal Defense. Voll auf Defense. Dann den Wagenmacher. Each improvement, a new variable in the equation of your fate. Bei Fahrt auf Gefahrenstrecken. Alle Helden beginnen den Kampf mit... ah ja, okay. Ah ja, deswegen haben wir immer die Defense. Wenn unterwegs... ah ja! Ah, die Kutsche und die Panzerung heilt uns ein bisschen. Trophäen kriegen wir wahrscheinlich... ja genau, bei Bossen. Kutschenausrüstung. Die Gosse. Good. An improvement. Extra Schaden für alle anscheinend. Das ist wirklich wichtig. Das ist wie ein Item. Also wie ein Rüstungs-Item. Kann es sein, dass Rüstungs-Item jetzt prinzipiell die Kutsche sind? Dass wir nicht mehr für jeden sein eigenes Equipment auswählen? Weil irgendwie, ja, da fehlt mir irgendwie so ein Equipment von den Helden. Stattdessen haben wir das hier. Und da brauchen wir... wir brauchen damit Plätze bei der Kutsche.
Ja, Wagenmacher. Kutschenausrüstung, Wagen. Außerdem reparieren. Die Kutsche ist sehr mächtig. Bietet die einzelnen Gegner und deine Reisefähigkeit zu Belohnung meistens durch Kämpfe. Sie müssen für die ganze Gruppe reichen. Können sich auch mehrere auswirken? Kannst du nur auf den Gast tun. Okay. Nee, nicht das Gasthof. Laden? And ride out unbowed. Spend what you can, or wealth no longer has meaning. Oh. If indeed it ever did. Ah, Mist, Kerzen der Hoffnung. Ah, ich mache mir sozusagen das Spiel hier. Ich habe mir jetzt gerade das Spiel leichter gemacht. Aber dafür kriege ich weniger Kerzen auf Dauer. Also ich mache mir den Anfang jetzt leichter, dafür verdiene ich dafür weniger. Okay. Bevor du den Gast also wieder ausbrichst, musst du auswählen, in welche Region es als nächstes gehen soll. In jeder Region gibt es unterschiedliche Feinde und Herausforderungen. Für manche ist deine Gruppe eventuell besser gerüstet als für andere. Okay. Regionen haben einen Modifikator und ein Ziel. Der Modifikator sagt dir, welche besonderen Effekte dieses Mal aktiv sind. Das Ziel ist eine optionale Herausforderung, die du in Angriff nehmen kannst. Wenn du das Ziel erfolgreich abschließt, setzt du bei deiner Ankunft im nächsten Grad die angegebene Belohnung. Der Gasthofladen bietet eine begrenzte Menge Vorräte an, die du mit Relikten oder Schmuckstücken kaufen kannst. Und kaufen. Und jedes Mal andere Auswahl. Heilgegenstände, wie sieht's hiermit aus? Wie sehen die aus? Das zum Beispiel. Was ist das? Das Zeichen sehe ich hier nicht. Achso, zwei Ziele. Welcher Effekt? Was ist diese Raute? Es ist keine Stärkung. Es hat also irgendeinen anderen Effekt. Vielleicht zwei Aktionen oder sowas? Könnte es sein? Das ist auch eine Besonderheit. Meistens haben die Gegenstände immer einen positiven oder mehrere positive und was Negatives. Das macht manchmal nichts, weil manche Charaktere sind halt zum Beispiel im Fernkampf nicht nützlich. Deswegen kann man Fernkampfschaden opfern und dafür kriegt man was anderes. Vor jedem Ort Chancegerätschaft und Stapelgerätschaft werden zwei Stapel erhöht. Okay, das hört sich spannend an. Nahrungsmittel. Haben wir sowas? Ich nehme mal dieses Flickset. Ja. Why not? Okay, 40 Währung dieser, oder 40 Relikte Währung kann auf einem Spot sein. Und 40 so eine und Meisterschaftspunkte nicht. Okay. Und so können wir sammeln. Theoretisch kann ich wahrscheinlich... Ja, wegwerfen. Kann ich auch verkaufen? Wenn nicht, dann sollte ich vielleicht... Ich könnte Umschalt und Klick für wegwerfen. Das machen wir mal nicht. Das nehmen wir mal. Genau. Die Flamme erhöhen. Weil mit einer hohen Flamme hat man Vorteile, die Gegner Nachteile. Und sozusagen für unseren ersten wahren Ausflug. Das ist, glaube ich, notwendig. Die Gosse.
plus 100% Erkundung Horte, plus 200% Horte. Das Dickicht. Ich hätte gerne mehr Loot. Our great cities burn. All that beauty and knowledge. Ash on the wind. Jawohl. Lerne das Buch der kreativen Beleidigung. So ist es richtig. Und du kriegst... Na, du brauchst keine Heilung. Dich heilen wir dann wahrscheinlich eher durch Fähigkeiten. Legen wir los. Die Gosse erwartet uns. Was? Was wolltest du mir jetzt zeigen? Was ist hier neu? Ist irgendwas neu? Warum ist das jetzt hier? Ist hier irgendwas Neues aufgetaucht? Ich sehe zumindest jetzt gerade nichts. Komisch. Behold. The great cities of man, ruined and aflame. Jawohl. Der Ort gewährt eine Kerze. Wir sind gierig nach Kerzen. So, wo waren wir? 1,5 Stunden später. Seit gerade eben. Ah, Telefonat und so. Ja. Wir sind jetzt in... Wie ist der Ort nochmal? Ich hab's alles wieder vergessen. Verdammt. Die Gosse, genau. In die Gosse gestartet. Sieht schon mal herrlich düster und brutal aus. Blutig. Revolutionär. Wir haben hier verschiedene Sachen. Wachturm, Belohnung, Erkundung, Horte, Laden. Außerdem kriegen wir hier eine Kerze. Die Kerzen sind natürlich das, was ich jetzt zumindest anfangs geil finde und haben möchte. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist auf irgendwas anderes. Erhöht die Abscheu. Was ist denn Abscheu jetzt schon mal? Unwegsame Strecke. Dadurch wird das Rad kaputt. Dadurch wird die Panzerung kaputt. Abscheu. Kampf. Achso, so sieht ein Kampf aus. Horte. Und hier sind unbekannte Strecken. Okay, wir sehen also, hier ist auf jeden Fall eine bösartige Strecke. Also links ist... sicherer? Was ist Abscheu? Naja. Heilen während der Fahrt. Während der Fahrt stellen die Helden allmählich LP wieder her. Bestimmte Kutschenausrüstung beschleunigen diese Regeneration. Versuch bei schwer verletzten Helden Orte mit Kämpfen zu vermeiden und eine Weile zu fahren, um sie zu heilen. Okay, die heilen also mit der Zeit. Das ist eine coole neue Mechanik, würde ich mal sagen. Dann... Verdammt! Shit, ich habe schon wieder... Da ist was aufgeploppt und ich habe... Ich wollte einfach hier wieder bremsen und habe S gedrückt. Weil ich mir gedacht habe, ich will erstmal schauen, hier habe ich irgendwas vergessen, sonst wäre doch kein Ausrufezeichen hier. Aber... Jetzt sehen wir natürlich nicht, was hier aufgeploppt ist. Streckentypen. Hier, das da wahrscheinlich. Es gibt sichere, gefährliche und unwegsame Strecken. So wie Strecken mit Barrikaden, Kämpfe und Risse der des Vergessens. Erkundungsfähig zeigen dir zusätzlich den Streckentyp an. Das kann für eine möglichst gefahrlose Reise sehr wichtig sein. Also erkunden zu bekommen ist vielleicht anfangs... Ich weiß nicht, ob das häufiger und so triggert, aber erkunden könnte wahrscheinlich auch sehr mächtig und wichtig sein. Ah ja. Sogar Schutt und andere auf der Straße können Vorräte enthalten. Fahre mit Kutsche darüber oder hindurch, um sie zu finden. Keine Sorge, die Kutsche hält einiges aus. Alles klar. Also macht Sinn, die Sachen zu durchfahren. Ja. Erkundung. Wenn deine Gruppe in eine neue Region gelangt, besteht eine gewisse Chance, Orte zu erkunden. Bestimmte Kutschenausrüstung hilft, die Orte zuverlässiger zu erkunden.
Halte aber außerdem auch schon nach Wachtürmen. Diese bringen alle verbleibenden Orte der Region zum Vorschein. Auf der Minikarte siehst du den Weg vor dir, sofern er dir bekannt ist. Symbole erstellen Orte dar, die du besuchen kannst. Wenn der Ort erkundet wurde, also bekannt ist, zeigt dir das Symbol genau, was dort zu finden. Nicht erkundet oder werden mit einem Fragezeichen dargestellt. Also Risk, Risk, Risk. Öffne die Minikarte. Ja. Let us hope the madman's scrounging has borne fruit. Ein Fragezeichen-Event ist ein Gegner. Encounter. Die Flamme hat bewirkt, dass die Witwe. Sehen schon cool animiert aus. Sehen schon cool aus. Okay. Wir greifen hart an. Feinde müssen, wenn möglich, dich angreifen. Defense! Ja, wir fangen jetzt erstmal mit Schlitzen an. Wobei, Giftgas ist nie schlecht. Ja, das sieht richtig eklig aus. Der war benommen. Der trifft nicht. Sehr schön, wir sind wieder dran. Ja, hauen wir auf den als nächstes. Wir könnten auf den erstmal killen. Muss aber nicht sein. Weil wir erstmal den töten. A promising development. Schlitz, der nächste ist tot. Das ist schlecht. Wir haben nichts, um die Gegner loszuwerden. Ah, der Giftangriff ist eigentlich so stark. Oh, Moment, hat die gerade. Die hat gerade Stress verursacht, oder? Ah, sehr gut. Jetzt seid ihr in meiner Reichweite. Die macht Stress, die muss sterben. Weil Stress kenne ich noch nicht, die Mechanik bzw. Heilmethoden. Er kann Stress heilen, aber sonst sieht es eher schlecht aus. Ah, Stress. Mann, weg. Oh, das ist schon geil animiert, wie die richtig fetzt. Gegen Bluten Widerstand hoch. Bisschen Ressourcen. Gegen Blut. Genau, ich wollte eigentlich auch hier reinschauen. Da haben wir noch etwas. Du könntest Hoffnungsschimmer tragen. Gut. Und deinen Blutenwiderstand erhöhen. Dafür ist Feuerwiderstand geringer. Na gut. Halt, du kannst irgendwas noch? Oh, was ist hier? Statuseffekt. Achso, ja. Ja, das kennen wir. Das haben wir durch den Gasthofgegenstand. Was? Ich bin was ganz Besonderes, jawohl. Horte. Der Horte. So, ein Händler. Kerze der Hoffnung. Die haben wir bekommen. Hier können wir Sachen kaufen. Das ist schön. Kampfgegenstände entfernt. Verursacht blind. Verbände. Ich glaube, ich nehme mal Pfeifenkraut, weil ich kann mir vorstellen, dass bis wir beim nächsten Gasthaus sind, der Stresslevel steigt. Accessoires. Billige Accessoires. Mächtige Accessoires, die auch keinen Negativeffekt haben. Okay, da wollen wir eigentlich sparen, oder?
Das war irgendwie Pfeile nach unten. Das ist... Was ist das? Warum ist das unter den Schwächungen nicht zu finden? Das ist eine Schwächung, aber es ist ein Attribut oder sowas wahrscheinlich. Widerstand gegen... Was könnte es sein? Blöd. Ganz ehrlich, das gefällt mir. Das nehme ich. Das gefällt mir sehr. Andere Orte. Blablabla. Dann kannst du viele Orte besuchen. Blablabla. Horta bietet eine Vielzahl von Warenpfeilen, von denen manche nur bei ihm erhältlich sind. Gut, also kenne ich nicht, welche nur bei ihm sind, aber... Ich denke mir, das ist bei dir sehr gut. Du crittest dann weniger, aber hast deutlich mehr Leben. Und als Tank ist das keine schlechte Sache. Vielen Dank, Herr Horta. Der wiege mir gar nicht. Dismas. Halt! Map anschauen. Wir wollen nach rechts. Nein! Nein! Der ganze Loot. Ah! Die Kutsche ist wegen kaputt gegangen. Die Fahrt auf einer unwegsamen Strecke fügt den Rädern deiner Kutsche einen Schadenspunkt zu. Wenn der Kutsche keine gerät, die Gruppe in einen Hinterhalt und einen Kampf um eine dringende Reparatur beginnt. Eine dringende Reparatur. Emboldened Anarchists. Desperate to exercise their nihilism. Okay. Bücherverbrennung. Die brennende Halde. Invasoren. Jede Region kämpft mit einer eigenen Art des Bösen, den Invasoren. An den entsprechenden Orten finden Kämpfe gegen diese Monster statt. Meisterschaftspunkte und Schätze zur Stärkung deiner Helden erhältst du primär durch Siege gegen Invasoren. Außerdem wird so die Abscheu reduziert. Ja, wenn du mir jetzt noch erklären würdest, was Abscheu ist, oder hast du es schon mal und das war eines der Sachen, die ich weg habe? Ja, könntest du mir ruhig erklären, was Abscheu ist, nicht wahr, Spiel? Na gut. Haltet eure Waffen bereit. Das wäre der sichere Tod. Ich habe neue Führer für unfreiwillige Probanden. Kampf. Okay, damit flüchte ich. Kampf. Damit flüchte ich die Fackel. Und der Stress geht hoch. Kampf. Haltet eure Waffen bereit! In den Krieg! Dismas mag das nicht, aber... Wir kriegen hier Meisterschaftspunkte. Außerdem sehen die cool aus. Unglaublich viele neue Gegner. Und die dürfen anfangen. Ei, caramba. Wir sind blind. Uncool. So, was haben wir hier? What can we learn upon closer inspection? Peitsche. Schinde. Analysis is the natural prelude to action. Flammlasso. Verbrenner. Geopferte. Okay. Erstmal auf den Feuertypi. Nein. Also es gibt doch ein... Achso, du hast eine Chance zu verfehlen, ja. Defense! Nein! Achso, ihr hattet die Chancen, dass es daneben geht. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was die Gegner drauf haben. Was sie können, was sie machen... The slow suffering begins. Und ich befürchte, mein Ziel ist, den nächsten Gasthof zu erreichen. Das wäre schon wunderbar, wenn ich das schaffe. Ich bin immer noch der Meinung, das ist ein böser Gegner. Jawohl, vergiftet. Oh ja, das ist... Gabe der Flamme. Oh, shit. Kann es sein, dass der Gegner nicht so nah kommen darf?
Der kommt nämlich immer näher und es gefällt mir nicht, dass er immer näher kommt. Der hat aber auch eine starke Verteidigung gehabt. Dammit! Weg mit der Gabe der Flamme. Aber du kriegst 6 Schaden. Weil du bist tot das nächste Mal. Dann können wir auch auf den gehen. Ja, jetzt wird es Zeit zum Heilen, nicht wahr? Außerdem heilt es die Verbrennung. Jo. Yes. Ja, genau. Durch die Ticks, wenn sie sterben, werden keine Körper hinterlassen. Das kenne ich. Gegenschlag. Okay. Wir entfernen mal seine ganzen bösen Sachen. Und dann hauen wir den dorthin. Tot. A petty hindrance. Ignoriert. Entfernt. Selbst critten. Sind LP unter 25% hat keiner. Deswegen. Ja gut. Der Ricochet müssen wir akzeptieren. Der kassiert halt. Und der kassiert nochmal. Aua. Tot. Okay. Das war ein Stress. Stressiger Kampf. Until the next test is put before you. Schon wieder so viel Zeichen. Ey, caramba, wenn man das lesen könnte, das wird eine Weile dauern. Das ist Infoansicht. Wenn du während der Fahrt Alt gedrückt hast, kannst du schnell den Zustand der Flamme entsprechend stärken und so werden. Ja, ist noch alles gut. Entfernt alle Leichname. Okay. Das ist nicht schlecht. Und dann hier. Zugbeginn. Wenn... die Geschwindigkeit unter 2 ist. Oder 2, okay. Widerstandsdurchdringung, Feuer. Bringt halt nichts. Wir haben keinen, der Feuerschaden macht. Würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen weiter. Dringende Reparaturen. Wenn die Kutsche aufgrund zerstörter in einen Hinterhalt gerät, muss die Gruppe in einer unverhaltenen Lage einen Trupp opportunistischer Gegner bekämpfen. Wird ein Held zufällig ausgewählt bei der Reparatur der Kutsche und kann nicht normal agieren. Okay, ich befürchte, das ist jetzt demnächst. Wir nehmen einfach mal... wer? Achso, das ist ein Kampfgegenstand. Ich kann den nicht jetzt einsetzen. Na gut. Unsere Kutsche ist... die Räder sind beide kaputt.
Haben wir uns erfahren? Ich hoffe mal nicht. Der Horte ist wieder da. Gut, der hat 9 Staff. Gasthof. 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 Entfernt. Was ist denn jetzt dieser Totenkopf nochmal für so eine Sache? Wir haben jetzt keine guten Loot-Sachen bekommen, aber... ich nehme gerne nochmal einen Hoffnungsschimmer. Und dann muss ich das auch demnächst mal einsetzen. Jeder hat irgendwie... Nein, du hast kein Item. Okay. Dann gönn dir auch was. Um Licht zu machen. Das stört mich, dass da dauernd das angezeigt wird. Ja, es gibt Sachen, die ihr ausrüsten könnt, aber da ist nichts dabei, was ich haben möchte. Oh, ein Heldenziel abgeschlossen. Meide den Wachturm. Wusste ich gar nicht. Versetze, plündere den Todesstern. Plündere den Todesstern. Betritt das Dickicht. Erkunde eine Region mit einem Wachturm. Okay. Warum wird es mir erst jetzt angezeigt? Oder hätte ich das Ziel und Bedingungen? Hätte ich mir vorher anschauen können. So, was haben wir hier Feines? Gegner! Eine neue Art von Gegner! Das Straßenkind! Wir wissen nicht, was es kann. Es hat... Was hat es in der Hand? Ich weiß es nicht. Schlitz! Vergiften wir es! Jawohl, dadurch ist es gleich tot. Ah, schade. Wie mache ich das? Achso, auf dich selbst. Jawohl. Ja. Agony. Grauen. Ach, der Gift... Nee, der Giftschlag geht nicht so weit. Nein, du kannst dich nicht selbst... Zuspruch! Doch, du kannst dich auch selbst drücken. Hä? Stress. Nehmen ihren LP spielt für Helden auch Stress eine Rolle. Sie beginnen die Reise mit Null. Doch durch verschiedene Spielereignisse steigt der Stress. Das kannst du unter anderem mit Hilfe von Kampf- und Gasthofgegenständen verringern. Hoher Stress. Wenn Hitzköpfe neigen eher zu negativer Affinität gegenüber anderen. Sorge für möglichst niedrigen Stress bei deinen Helden, damit in deiner Gruppe Harmonie herrscht. Gegenstände kann unter anderem mit Kampfgegenständen, zum Beispiel Laudanum, Gasthof und Kampf behandelt werden. Dieser Nervenzusammenbruch. Die Affinität des Helden zu anderen verschlechtert sich und seine LP sinken auf einen sehr niedrigen Wert. Nervenzusammenbruch zum falschen Zeitpunkt kann eine Expedition zu Scheitern verurteilen. Das wollen wir natürlich nicht. Verhindern werden wir es nicht können, aber... Affinitätssystem, was? Wenn du Expedition überleben willst, musst du beachten, wie gut Helden miteinander auskommen. Eine harmonische Gruppe kann viel erreichen. Eine Gruppe, in der Zwist, Neid und Hass vorherrschen, wird die enormen Hindernisse nicht bewältigen können. Jedes Heldenpaar hat einen Affinitätswert, der beschreibt, wie freundschaftlich oder feindselig beide sich gesinnt sind. Ob sich zwischen den beiden im nächsten Gasthof eine Beziehung ausbreitet, hängt von diesem Wert ab. Öffne die Heldenstatistik. Affinitätswechsel. Im Kampf führen manche Handlungen zu einer Affinitätsveränderung zwischen zwei Helden. Das wird mit einem Symbol über den Helden angegeben.
können Affinität, Ticks haben großen Einfluss auf... Okay. C. Beziehungen. Eher feindselig. Schlecht. Nein, die Tante kommt noch mal dran. Nein, dadurch erhöht sie den Stress noch mal. Wir müssen sie töten. Damit das Grauen verschwindet. Ein paar Ressourcen. Why not? Haben wir eigentlich Meisterschaftspunkte bekommen von dem einen Kampf da letztens? Schauen wir nicht. Müssen wir Horte, die große Bibliothek. Centuries of human learning and achievement ruined by riotous contempt. In Horten lauern die Bosse der Region. Du musst erst 2 Kämpfe gegen Späher bestehen, um den Boss zu erreichen. Nach jedem Kampf kannst du den Rückzug aus dem Hort antreten. Aber je weiter du vorstellst, desto mehr Beute erhältst du. Ah, das wird jetzt interessant. Erst Späher und dann Boss. Hallo? The library burns. And with it, the remains of philosophy, reason and insight. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er die große Gefahr ist. Ja, er ist erledigt. Dann... Das ist, glaube ich, ein schwacher Gegner. Deswegen auf den Fanatiker als nächstes. Der wird jetzt auch zu Tode ticken. Blind. Defense. Durchfall. Ah, eine Krankheit hat er bekommen. Das ist schlecht. Krankheiten sind für gewöhnlich schlecht. Der wird im nächsten Zug sterben, deswegen... Was widerstanden? Mist. Die Blindheit hat zugeschlagen. Okay. Das ist ein lästiger Gegner, der hat böse Fähigkeiten. Dass er dauernd ausweicht, ist nervig. Ich muss erstmal den loswerden. Sonst kommt er nochmal dran und das wollen wir nicht. Sein hässliches Ausweichen ist jetzt weg. Gönn dir das. Oh, das Gift tut weh. Oh, du hast nicht viel Leben. Aber du haust ordentlich zu. Also, solltest du so eine Art First Prior sein? Vielleicht. In Zukunft. Ja. Ja. Das machen wir weiter. Wir werden in den Stress reinrennen. Wir werden entweder sterben. Wir werden bis zum Ende hier durchmachen. Oder bis zum Gasthof. Das ist mein Ziel. Erstmal Gasthof erreichen. Aber dann wird wahrscheinlich schon das Ende sein. Man sieht nicht, wie viel Schaden sie machen. What can we learn upon closer inspection? Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht.
will den loswerden. Crits sind gut, um wieder glücklich zu werden. Töten doch auch, oder? In der Theorie zumindest. Ich suche... Why not? Oh, gut, gut, gut. Ging alles daneben. Stun him! Ah, shit. Wurde nach vorne geschoben. Unglaublich. Kann sich nicht bewegen oder bewegt werden. Ja, ich muss die angreifen. Sonst geht das Ausweichen nicht weg. Uff, der hat Leben. Der hat viel Leben. The enemy weakens and wanes. Also in dem Gebiet ist auf jeden Fall Gift gut. Die sind schlechte Giftresistenzen. Uff, das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Ah, du hast noch zu viel Leben. Gut, aber jetzt... Das war dein Ende. Ah, was geheilt. Frech. Eins vorwärts. Ja, der ist tot. Der dort hinten ist tot, nur nach vorne existiert. Gibt's jemanden zu heilen? Bedingung nicht erfüllt. Boah, gibt kein Ziel, das irgendwas... irgendein Problem hat. Uff. Hat ordentlich wehgetan. Ja, da muss man einmal nochmal ausweichen. Alles andere ist lästig. So. Gönn dir. Was? Combo? Was hat die Combo gewirkt? Measured and steady. Du musst nicht viel treffen. Ach, hier haben wir Präzision. Ah, hier ist die Präzision. Das reicht. Mit Giftvollpumpen und Stirn. Oh, schaut euch das an. Was für Belohnung es da gibt. Oha. Ja. Her mit dem Boss. Wer bist denn du? Der Bibliothekar? Bibliothekar? Reveling in the fiery destruction. Tatsächlich, da ist Bibliothekar. Das ist doch cool. Beschädigte Bücher, beschädigte Bücher. Bibliothekar. What can we learn upon closer inspection? Huh. Was können die Bücher? Sind einfach nur im Weg anscheinend. Vergiften wir ihn erstmal. Tja, und dann hauen wir uns da durch. Weg mit den Büchern. Die haben viel Leben. Leseeifer. Oh, shit. Kann es sein, dass wir nicht wollen, dass er zu uns kommt? Dann buffen wir uns erstmal. Okay, da noch andere Skills. Andere Skills. Eklig. Das ist was Gutes. Extinguished at last.
Oh, wollte gerade sagen, was für einer von uns? Nee, der hat ein Buch. LOL! Aua! Hundertprozentige Chance zum Crit. So viel zu hundertprozentige Chance zum Crit. Lenity. Grace. Wir müssen Stress reduzieren. Heilung. Kritische Heilung, jawohl. Schornstein. Und noch irgendwas. Pflichtlektüre. Das will doch keiner lesen. Okay, das wird ein harter Kampf. Der darf so häufig drankommen immer. Das ist unfair. Erstmal muss er wieder... Oh. Hm. Ausweichen. Hey je, der hat viel Leben. Der hat so viel Leben. Wo sind die Bogenschützen, wenn man sie braucht? Ja, das ist eine gute Frage. Extra Schaden beim nächsten Treffer, alles klar. Ich hasse dieses Ausweichen. So nervig. Wir kriegen halt seine Lebenspunkte nicht runter. Er ist halt der Damage-Dealer der Truppe. Nee, da ist nichts Gutes dabei. So, weiter draufhauen. Das gefällt ihm, wenn ich draufhau. Gift ist wichtig. Sind 6 Schaden extra. Mach deine Bücherstapel erstmal kaputt. Eieieiei. Was macht der? Wie häufig darf der denn dran? Wow. Incremental. Jetzt ist aber langsam mal gut. Wie viel Mal hast du jetzt gespielt? Du warst doch jetzt voll häufig dran. Das ist wichtig. Okay. Ich sterbe gerade. Der kommt halt massenweise dran. Wie häufig kommt er bitte dran? Schwelle des Todes. Nein! Passend, ein Held an der Schwelle erhält etwas Gesundheit wieder, wenn du bei seinem Zug passt. So kann du deinen Held den Todesgang schnell retten vor. So kann er halt den... Okay, passen. Aha. Schwelle des Todes. Wenn die LP befindet er sich an der Schwelle, abhängig von seinem Widerstand, kann jeder weitere Schaden ihn töten. Extinguished at last. Geheilt. Hm? 25%. Ah, dir fehlt. Du hast einen Lebenspunkt zu viel. Diese gelben Sachen sind wahrscheinlich, wie häufig sie drankommen können. Ja, ist okay. Der kann's tanken, auch wenn er bald zusammenbricht.
Ja, Defense. Fight through the fatigue. Tötet ihn! Ja, Gift. So, oh, das war das Buch, okay. Dachte mir gerade. Nein! Der heilt sich auch noch. Der macht uns alle platt. Drauf, mit allem, was geht. Ach, jetzt treffen wir den auch nicht. Tja, sie ist down. Ja, darf ich auch mal dran kommen? Nein. Okay. Das war ein bisschen overpowered. Nervenzusammenbruch auch noch. Tote Helden bleiben für die Dauer dieser Reise tot. Stehen bei deiner nächsten Expedition aber wieder zur Verfügung. Ersetzen von Helden. Das ist dein Profil freigeschaltet. Erwarten dich im nächsten Gasthof Ersatzhelden als Verstärkung. Diese werden aus den zu Beginn der Reise zufällig ausgewählt. Wir haben keine gemeisterten Fähigkeiten. Mhm. Kerzen der Hoffnung. Tja, nee, Barista wird das niemals überleben. Der Heal war jetzt... Und ich treffe den halt auch nimmer. Todesstoß. Another old soldier lays down his life in the dirt of a distant land. Tja, das war dann meine erste richtige Reise. And you will yet prevail. Aber immerhin. Akademiker-Honorar. Immerhin verliert man die Sachen nicht, die wir gefunden haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das ist unglaublich notwendig. Ja, das finde ich ein bisschen nervig. Muss ich zugeben. Besonders da, wenn die Kerze runtergeht. Beyond the reach of this tenebrous malignity. Aber... Oh! Seht mal her, jetzt haben wir noch mehr Möglichkeiten. Die Memorabilien, das sind sozusagen Gegenstände, die ich gefunden habe. So, damit ich sehen kann, was es so gibt. Alle Gegenstände, die du gefunden hast, werden hier angezeigt. Du kannst sie einsehen, um Strategien zu planen. Um zu hoffen, dass ich sie bekomme, sozusagen. Weil ich ja jedes Mal renne. Stadt der Lebenden. To those who have known fear and failure in ample portion. Ich kann die hier sozusagen weiterentwickeln, dass sie Heldenfahrt Scharfschütze freischalten, damit sie stärker werden. Mehr Leben, mehr Widerstände. Morbiden Scherz. Oha. 80%, das ist 6 positive Effekte, 20% 4 negative Punkte. Statt hier kannst du Helden freischalten und verbessern. Oh, ach so. Ah, es kostet 8, um die Barbaren freizuschalten. Sorry, ich habe da jetzt schon eine Kerze reingehauen. Ich wollte einfach mal draufdrücken. Der Narr. Aussätziger. Robust. Ja, da sind ein paar gute dabei. Der Okkultist war auch ein sehr guter. Vestalin, beste Heilerin. Flagellant, den kenne ich, glaube ich, nicht. Kopfgeldjäger, ja, den habe ich selten genutzt, aber... Und da sind mal gute Charaktere dabei, die ich mitnehmen könnte. Aber die gefallen mir tatsächlich. Die sind nicht schlecht. Wobei Pestdoktorin war zumindest im alten Spiel relativ schwach. Im Vergleich zu Vestalin. Oder werde ich, glaube ich, mal online nachschauen, was die besten Charaktere sind, um sie als erstes freizuschalten.
Dann, was gibt es hier im zeitlosen Wald? Memory is the hearth that warms the mind. Bei der Erleuchtung von Helden stehen zusätzliche Erinnerungen zur Auswahl. Aha. So wie eine Kerzenerinnerung wieder aufzufrischen. Was sind Erinnerungen? Hier kannst du die Fähigkeiten freischalten, den Helden Erinnerungen zu schenken. Der Held behält die Erinnerung, solange er bei der Expedition Erfolg hat. In diesem Fall kann er bei der nächsten Expedition wieder eingesetzt werden und behält seine Ticks. Den Pfad kannst du beibehalten oder ändern. Immer wenn ein Held bei einer neuen Beichte siegt, kann eine weitere Erinnerung in ihn investiert werden. Bis zu maximal 5 Erinnerungen gleichzeitig. Okay, ich kann sozusagen Ticks übertragen. Mensch, es ist ich muss zugeben, dass es. Ich finde das Spiel super kompliziert im Vergleich zum Vorgänger. Und es wird halt nichts erklärt. Also, das ist ein bisschen dünne Erklärung. Hier kannst du dir Boni kaufen, die dir bei deiner jetzigen Reise und bei zukünftigen Expeditionen helfen werden. Außerdem kannst du Haustiere, Kurztutschen-Designs und. Warum sollte ich das wollen? Die höllische Flamme. Kann jetzt im Gasthotel gefunden und an der Kutsche montiert werden. Naja. Hier kann man den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das ist sozusagen das andere, was wir. Wir hatten ja eine andere Flamme, eine gute Flamme, die den Schwierigkeitsgrad verringert hat, dafür unsere Kerzen verringert hat. Und hier ist das Gegenteil. Hier können wir. Die stückische Lohe. Womit alles schwieriger wird. Plus 20% Flammschwund unterwegs. Und jedes Mal hat der Gegner einen Kampfbeginn Vorteil. Ah ja. Und alle Monster haben Widerstand gegen Todesstoß. Das heißt, jeder muss mehrmals bekämpft werden. Holla die Waldfee. Was sind Begleiter? Was können die? Schalte in den Haus der Platz der Kutsche. Kann gefunden werden. Kann gefunden werden. Okay, Haustiere bringen auf jeden Fall was. Okay, Reichtum. Wenn man im Tal ankommt, man startet sozusagen mit mehr Ressourcen. Voraussicht ist auch nicht schlecht. Reparaturkosten. Alles klar, also es bringt auf jeden Fall sehr viel, diese Kerzen. Also man kann sehr viel verbessern. Das habe ich noch nicht genau verstanden. Ich werde wahrscheinlich im Nachgang jetzt mal einfach ein Wiki oder sowas suchen, um mir mal das alles ausführlich durchzulesen, was da drin steht. Und ich will mich zwar nicht auf dem Weg spoilern, was so alles vor mir liegt, aber ich will mich zumindest dahingegen spoilern, was strategisch klug ist, worauf ich mich fokussieren sollte am Anfang, weil ich muss zugeben, ich bin ein bisschen überfordert aktuell. Aber es kann nur wunderbar werden. Und wir machen beim nächsten Mal hier weiter mit einem neuen Versuch, mit ein bisschen Verstärkung. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.